Auf Streife. Auf dem Weg zur Spätschicht wird Stefan Sindera zum Opfer eines dreisten Trickbetrugs. Ja, auf dem Weg zu meiner Dienststelle gibt es eine ganz gute Abkürzung durch ein Industriegelände. Ist auch ein ganz offizieller Weg. Ich hätte sonst noch drei Ampeln da kreuzen müssen. Und es hat sich herausgestellt, dass es ganz gut war, dass ich diesen Weg benutzt habe, weil ich musste tatsächlich meine Kollegen da noch hinzuziehen. Hallo? Hey! Hallo! Hallo? Hallo? Ist hier ein Unfall passiert? Können Sie sprechen? Sindera ist mein Name. Hallo? Hey, was machen Sie an meinem Wagen? Hey, weg von meinem Wagen! Ich zeig dir mit der Frau Stiel noch was! Hey, das kann nicht wahr sein! Wollt ihr mich verarschen? Hey! Nee, ist gut. Was ist das für eine Nummer? So, du bleibst jetzt hier. Nee, komm, lass es, Mädel. Wer war der Typ? Ich weiß nicht. So eine Masche von euch. Nein, was? Hä? Nein! Marie, Sie müssen Marie finden. Ja, ich sehe das schon. Nein, wirklich. Ich habe gar nichts damit zu tun, wirklich. So, du bleibst jetzt hier ganz ruhig stehen, okay? Sonst geht's hier wirklich gleich schlecht. Da bleibst du jetzt stehen. Hallo, guck mich an. Sie müssen mir gehen. Hallo, hey, ruhig. Sindera, ich war gerade auf dem Weg. Ich war gerade auf dem Weg zur Dienststelle. Ich bin hier 400 Meter Industriegebiet. Kennst du die Unterführung, wo ich mal abkürze? Kannst du bitte mal ganz schnell mit einem Kollegen hinkommen? Ich glaube, ich bin hier in irgendeine Falle gelockt worden. Ich habe hier so ein Mädel und einen Typ, der sich an meinem Wagen zu schaffen machen wollte. Ja, geh los, komm. Ja, alles klar. Bring mir deine Knifte, bring mir die mit, ja? Ja, bring auf jeden Fall meine Waffe mit, ne? Ja, alles klar. Alles klar, danke. Sie müssen mir glauben, dass das war nicht so. Ihnen jetzt noch Glauben zu schenken, ganz ehrlich, das fällt mir jetzt sehr, sehr schwer, ne? Nachdem, was Sie hier gemacht haben. Aber es geht um Marie. Sie müssen erst wirklich mal Marie finden. Nee, erstmal geht's um Sie. Was ist das? Das ist auch kein echtes Blut, ne? Ist Kunstblut? Nein. Ist es Kunstblut? Ja. Okay, wer war der Herr, der jetzt an meinem Auto war? Ich weiß es nicht. Wir waren einfach nur hier ein paar Meter weiter bei diesem Gelände. Wir wollten einfach nur Fotos machen. Und dann ist dieser Typ einfach gekommen. Und dann hat er gesagt, dass wir bei seiner Sache so mitmachen sollen. Okay, jetzt, pass auf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ne? Weil ich werde ungern verarscht. Ne? Dann fahre ich auch ein bisschen hoch. Ich fahre jetzt aber mal runter. Und das machen Sie jetzt auch so, okay? Wir beruhigen uns jetzt mal beide. So. Und jetzt sagen Sie mir noch mal, Sie wollten hier ein Fotoshooting machen mit? Mit meiner besten Freundin Marie. Ich kenne sie schon seit ich klein bin. Wir wollten hier einfach ein paar Fotos machen für unseren Social-Media-Account. Okay. Und was soll jetzt die Aktion, dass Sie sich hier hinlegen und ein anderer Typ, weil das wirkt für mich wie abgesprochen. Tut mir leid. Ich weiß, auf einmal kam dieser Typ. Er hat Marie gepackt und dann sagte er, dass ich mitmachen sollte, weil sonst ihr was antun wird. Das heißt, er hat jetzt Ihre Freundin in seiner Gewalt? Ja, und Sie müssen ihr helfen, wirklich. Hat der Trick schon ein paar Mal heute geklappt? Nein, Sie sind der Erste. Wirklich, Sie müssen mir glauben, ich habe nichts damit zu tun. Ja, was ist los? Pass auf, hier war gerade so eine... Jo, danke dir. So eine Trickbetrügermasche, ne? Sie hat sich hier hingelegt und der wollte meinen Wagen abziehen, ne? Aber habe ich im letzten Moment bemerkt. Der ist dann in die Richtung gelaufen. Ist da dadurch irgendjemand in den gekommen? Ich habe keinen gesehen. Nee. Ich kann ihn noch nicht beschreiben. Sie ist im gleichen Moment, wollte sie stiftieren. Sie sagt mir jetzt allerdings, sie war mit einer Freundin hier zum Fotoshooting und er hat sie in ihrer Gewalt und hat sie quasi erpresst, dass sie hier mitmacht bei der Story, ne? Okay, und wo hat er sie in seiner Gewalt? Wissen Sie es? Nein, nicht genau. Irgendwo. Wir waren an diesem Gelände und dann... Wo denn? Waren Sie hier im Gebäude? Ja. Pass auf, wir machen das Ganze jetzt so, ne? Wegen zeitlicher Dringlichkeit. Wir beide durchforsten mal das Gebäude. Ja, du bleibst hier. bei ihr, ne? Okay. Lass nicht austricken, die ist sehr gewieft. Stefan Sindera und Tobias Hübner auf der Suche nach der vermissten jungen Frau, die offenbar in dem leeren Fabrikgebäude gefangen gehalten wird. Zumindest behauptet das ihre beste Freundin. Ich habe echt gedacht, ich hätte was gehört, ne? Aber ich meine, vielleicht ist die ganze Geschichte... Ich weiß es nicht. Ich meine, die hat mich jetzt einmal gelingt, ne? Okay. Hör mal. Von wo kam das? Irgendwo da hinten. Komm. Was haben wir denn getan? Wir sollten Mittel zu
zum Zweck. Ein ganz einfach Mittel zum Zweck. Kleines Spielzeug, womit ich gerne rumhantiere. Ich schwöre, dir sagst du nur ein einziges Mal. Lass mich doch einfach gehen. Weg von der Frau! Geh sie von der Frau weg! Weg da! Gehen Sie auf die Knie! Haben Sie irgendwelche Waffen bei sich? Nein. Okay, dann gehen Sie jetzt ganz langsam, drehen Sie sich jetzt um an diese Tür. Drehen Sie sich um! Ist sicher. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie scheiße schwer das Leben da draußen ist? Job verloren, alles? Meinen Sie, ich mach das hier gerne oder was? Meine Fresse! Was? Hände auf den Rücken, Hände auf den Rücken. Die einzige Scheiße, die ich hier heute gesehen habe, ist die aus Ihrem Kopf. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Stellen Sie sich mal vor, so wird das jeder machen. In welchem Land würden wir leben? So, jetzt können Sie sich wieder umdrehen. So, Sie bleiben stehen. Magst du dich auch um Sie kümmern, Stefan? Kannst du mal besser haben sonst. Okay. Das ist eine Freiheitsberaubung, was Sie hier gemacht haben, ne? Irgendwo. Also Sie müssen sich in Zukunft über eine Wohnung keine Gedanken mehr machen. Da, wo Sie hingehen, ne? Haben drei Sie... Mahlzeiten am Tag. Ja, genau. Und der Koch ist auch nicht schlecht von der JVA, habe ich gehört. So. Na, Sie wollten noch ein Dach über dem Kopf, das haben Sie dann. So. Alles okay? Können Sie mir sagen, was passiert ist? Wir wollten ja einfach nur Fotos machen und, ja. Und dann kam der einfach und hat mich gefesselt und dann weiß ich auch nicht mehr. Das heißt, der ist hier einfach in diesem Industriegelände aufgetaucht? Okay. Und Ihre Freundin übrigens, der geht's gut, der hat versucht, Sie zu erpressen, ne? Deshalb, also mit dem Trickbetrug kann ich Ihnen alles später erklären. Brauchen Sie einen Arzt? Ja, vielleicht. Sollen wir vorne rausgehen und ich rufe einen RTW und den bringen wir dann erstmal einen Schlafmann. Ich komme mit Ihnen nach vorne und ich komme mit Ihnen gleich nach. Ja, alles klar. Wollen Sie kommen? Geht das? Der Verdächtige hat die entführte junge Frau als Druckmittel missbraucht, damit ihre Freundin für ihn den Lockvogel spielt. Ihn erwartet eine Freiheitsstrafe.